Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren auf der Tribüne. Sie haben eben, meine beiden Vorrednerinnen von der CDU, CSU, den Menschenhandel angesprochen. Ich möchte mich jetzt mal darauf kaprizieren und fokussieren. Es ist eines der größten weltweiten Industriezweige. Wir wissen, und ich spreche das ja immer im Menschenrechtsausschuss an, wie wichtig es ist, Leuten, Menschen, die vor Krieg und Gewalt flüchten wollen, einen legalen Zugang zu uns und in die EU-Länder zu ermöglichen. Das ist doch nicht möglich. Ich versuche seit mehreren Monaten, drei Schwestern aus Syrien nach Deutschland zu holen, deren vierte Schwester die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Sie kriegen noch nicht mal einen Termin bei der deutschen Botschaft. Menschenhandel, ich bin gezwungen, wenn ich Freundinnen und Freunde aus Syrien, aus dem Irak oder sonst aus anderen Gebieten herholen will, da muss ich illegale Wege finden, weil den legale Zustand, der legale Weg ist nicht möglich. Das ist doch ein Skandal, und das Institut für Menschenrechte prangert das auch immer an und fordert den Zugang für Menschen, die vor Gewalt und Krieg flüchten. Also wenn da endlich mal ein bisschen Musik raufkommt und Möglichkeiten gemacht werden, um diese Art des Menschenhandels einzudämmen, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sie merken, wie ich da auch sehr emotional werde, denn das ist schon für mich ein großes, großes Problem. Was soll ich solchen Leuten sagen, die immer sagen, Mensch, versuche doch wieder, hier den Zugang zu ermöglichen. Aber ich möchte auch noch andere Initiativen des Menschenrechtsinstituts hier erwähnen, zum Beispiel die wichtige Menschenrechtsbildung. Da gibt es beim Institut für Menschenrechte eine eigene Abteilung. Das ist auch viel zu wenig bekannt. Da werden Materialien zur Menschenrechtsbildung entwickelt, Seminare werden angeboten, um diese Menschenrechtsbildung etwas mehr in den Fokus zu stellen und Menschen die Möglichkeit geben, sich da fortzubilden, was ja ganz wichtig ist. Man gucke nur in unsere Behörden, man gucke zum Beispiel in Pflegeheimen. Wir fordern als Linke, die Befugnisse des Menschenrechtsinstituts nicht nur beizubehalten, sondern deutlich auszuweiten. So ist es absolut unabdingbar, dass dem Institut ein Auskunftsrecht bei Behörden eingeräumt wird. Und wir fordern, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht erhalten, bei Behörden auch unangemeldet Akteneinsicht zu erhalten. Wir haben jetzt gerade diese Skandale bei den Jobcentern gehört. Da werden auch Menschenrechte mit Füßen getreten. Und wir freuen uns, dass da ein Paragraph ist, Paragraph 3 in dem Gesetzentwurf, der anvisiert, dass die finanziellen Mittel für das Institut erhöht werden könnten. Und wir hoffen, dass es so ist und wünschen dem Institut alles Gute. Machen Sie weiter eine so gute Arbeit wie bisher. Ich danke. Als nächsten Redner teile ich das Wort dem Abgeordneten Frank Schwabe, SPD-Fraktion.